Manchmal, dann ist uns einfach danach. Dann wollen wir was Wildes tun, was Ungestümes. Einfach mal aufs Ganze gehen. Da passiert es, dass man als Mann am Videorekorder steht und zu seiner Frau sagt, Schatz, jetzt schiebe ich uns mal was ganz Heißes ein. Und dann geht sie auch schon los. Die aufregende Aufzeichnung von den Tarifverhandlungen im metallverarbeitenden Gewerbe im Bezirk Küste. Und dabei geht es wie bei jedem richtig guten Film um den Widerstreit der Interessen. Da die Drängenden, die Unersättlichen und da die, die sich zieren, die dem Drängen nicht nachgeben wollen. Dominik L. Ziesemer über die Schwierigkeiten mit dem richtigen Zeitpunkt. Wir schreiben das Jahr 2002. Die Rezession bedroht den Kanzler von links und rechts. Und was macht die IG Metall? Fordert 6,5% mehr Lohn. Und das in der seit Jahren schwierigsten Situation. Die Metall- und Elektroindustrie, ebenso wie die gesamte deutsche Wirtschaft, erlebt zurzeit die seit Jahren schwierigste Situation. In einer solchen Situation die höchste Forderung seit Jahren zu stellen, geht an der Wirklichkeit total vorbei. Deshalb ist das jetzt eben gerade ungünstig. Jetzt, wo es der Wirtschaft doch so schlecht geht. Vor 3 Jahren, also 3 Jahre vor dieser seit Jahren schwierigsten Situation, da hätten die Arbeiter so viel Geld fordern können. Bei einer kippeligen Konjunktur, und wir haben eine solche, das muss unbedingt vermieden werden. Ach so, wirklich sehr ungünstig, kipplige Konjunktur. In solch einer Situation darf man keine hohen Löhne fordern. Nachher kippt die Konjunktur ganz. Noch ein paar Jahre zurück, vor dieser seit Jahren schwierigsten Situation, Mitte der 90er, eine gute Zeit für solche Lohnforderungen. Wir haben gesagt, dass wir die Möglichkeit sehen, moderate der Situation in der Metall- und Elektroindustrie angemessene Lohnerhöhungen durchzuführen. Damit die Konjunktur, die eben begonnen hat, dass sie gut weiterkommt auf diesem Wege. Ja, extrem ungünstig, wenn die Konjunktur gerade begonnen hat, dann hohe Lohnforderungen. Nee, das geht auch nicht. Bleibt nur der Blick noch weiter zurück vor dieser seit Jahren schwierigsten Situation. 1991. Gewinne wie nie bei der Metallindustrie. Da muss doch auch ordentlich was für die Arbeiter abfallen. Ich weiß, dass die IG Metall derartige Phantomrechnungen anstellt, denen sie nachweist, dass die Gewinne sehr hoch waren. Tatsächlich sind in der Metall- und Elektroindustrie im letzten Jahr 1990 die Gewinne um 6% zurückgegangen. Ungünstiger geht's ja gar nicht mehr. Gar keine Gewinne, sogar zurückgegangen. Gelaufen, war immer irgendwie gerade ungünstig mit den Lohnforderungen in den letzten 10 Jahren. Man muss da Verständnis haben. Aber nächstes Jahr vielleicht, da gibt's Geld für die Arbeiter. Wenn es da nicht gerade aufwärts geht mit der Konjunktur oder weiter abwärts oder wenn es kippelig ist oder die Arbeitsplätze oder die Produktivitätssteigerung oder die amerikanische Wirtschaft oder die Aktienkurse oder die Volksschulen oder die Tischtennisvereine oder die Aufenthaltskosten. Die Hemden liegen zum Durchschwitzen bereit. Kleinkinder und Tiere sind auch genug da zum Streicheln für die Spitzenkandidaten. Und das Wichtigste steht auch bereit. Die Bratwurststände der großen Parteien funktionieren. Die politischen Botschaften, die wirklich wichtig sind, können für die Wähler jetzt mundgerecht zurechtgegrillt werden. Bei den Grünen gibt es wieder ein paar Extratouren. Da gibt es dann Kebab und Tofu für die vielen Lehrer unter den Wählern. Aber ansonsten kann es losgehen, denn die CDU hat heute Abend ihren Wahlkampfauftakt in Frankfurt am Main offiziell fahren lassen. Das heißt, Dennis Kaup beginnt genau zum richtigen Zeitpunkt für uns, den Countdown zum Wahltag runterzuzählen. Extra 3 präsentiert das Wahlkampfgesapper. Tag 200.